Faces TV wird Ihnen präsentiert von Alfa Romeo Giulietta. Ohne Herz wären wir nur Maschinen. Für Celia beginnt ein neues Leben. Sie checkt ein für ihr großes Umstyling und wird unsere drei Jungs der Style Academy treffen. Clifford Lilly, Styling. Michi Scheffler, Hair. Lee Donald Moore, Make-up. Möglich wurde dieses Umstyling dank ihrem Castingsieg. Gegen 9 andere Finalistinnen setzte sich die 25-Jährige durch. Die junge Mutter hatte eine Familie. Das wäre der Rocco und das ist der kleine Johnny. Und seit neuestem auch ein Haus. Es ist ein wunderschönes Haus. Es ist im Landhausstil mit einem wunderschönen Garten dazu. Ihre klare Ansage machte Eindruck bei der Jury. Ich möchte gleich gut aussehen wie mein neues Haus. Wir mussten dafür kämpfen, sparen, verzichten. Ihre natürliche und offene Art machten die Castingentscheidung klar. Celia. Ist klar, ist eine Herausforderung. Sie erwarten von uns jetzt, dass wir sie da auf ihr neues Einfamilienhaus zweigsteilen. Ich möchte mich einfach als Dame vom Haus sehen und nicht als Putze vom Haus. Ich sehe aber kein Problem, wir werden aus ihr die absolut coolste Hausherrin machen, die es überhaupt gibt in der Schweiz. Ich fasse es einfach nicht mit sprachlos. Zu Recht, denn Celia freut sich auf 2 komplette Outfits von Feldpausch, einen neuen Haarschnitt, Make-up und ein Beauty-Set von Bourjois Paris im Wert von 500 Franken. Mit den neuesten Farbtrends und Verwöhnprogramm für den Körper. Ein Personal Training inklusive Spa-Behandlung von Homes Place. Und sie fährt einen brandneuen Alfa Romeo Giulietta. Ein halbes Jahr lang gratis. Claudia, schön bist du da. Ja, schön, dass ich kommen durfte. Du bist ein bisschen nervös. Schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so wie am Sonntag. Nee, sehr gut. Wir haben geschlafen, hast du auch ein bisschen? Ja, das ist super, ja. Das ist jetzt sozusagen dein neues Zuhause für die nächsten 2 Tage. Und Anita hat uns bereits schon eingecheckt. Ja, das wäre das 1D. Ganz schönen Aufenthalt im Alten. Danke vielmals, ja, ich freue mich. Weißt du, dann zeige ich dir mal, wo du jetzt nämlich gerade wohnst. Ja, gerne. Und wie ist es so für dich, das allererste Mal allein? Ja, ich freue mich natürlich drauf. Es ist teils, teils. Die eine Seite freue ich mich, endlich mal schlafen, mal für mich sein, richtig mich ein bisschen Mittelpunkt stellen. Und auf der anderen Seite ist halt ein bisschen Johnny, der jetzt auch mal lernen muss, ohne Mami zu schlafen. Ich schlafe übrigens heute allein hier schlafen, weil mein Mann hat mir eine Nacht hier geschenkt. Für mich einmal in Ruhe dürfen, zu schlafen, zu relaxen, in der Nacht müssen aufzustehen. Und auf das freue ich mich jetzt drauf. Vor allem jetzt einfach am Abend mal etwas Gutes tun, nach 13 Minuten. Genau. Also, lass jetzt mal. Oh, komm, jetzt musst du schauen. Das wird jetzt richtig gut. Das hier. Das ist eigentlich dein Schlafzimmer in den nächsten paar Tagen. Herrlich, wunderschön. Die wunderschöne Stuckaturdecke. Es ist ein wunderschönes Hotel. Es ist so eine Mischung zwischen Klassik und Modernes. Gefällt mir total gut. Und die Tilly, es ist einfach herrlich. Es ist richtig prinzessinhaft. Und du kannst mal Probe liegen mit mir, wenn du möchtest. Ja, gerne. Du meinst, haltest du das aus? Jetzt mal eine Nacht ohne Johnny und ohne Rocco. Mal, das werde ich aushalten, ja. Ich denke, jetzt werde ich sowieso einen wunderschönen Tag erleben und dann bin ich zu oben sicher müde und freue mich auf einen schönen, erholsamen Abend mit mir selber. Was hat eigentlich der Rocco gesagt, als er erfahren hat, dass du gewonnen hast? Er hat sich natürlich total für mich gefreut, ja. Mal. So, es ist noch nicht fertig, es gibt noch viel mehr in diesem Hotel hier. Celia kann sich kaum satt sehen an ihrem luxuriösen Zuhause auf Zeit. Und Zeit ist das richtige Stichwort. Sie drängt. Die drei Jungs der Style Academy warten bereits auf die Gewinnerin. Die Verwandlung der 25-Jährigen zu einer eleganten Dame des Hauses kann beginnen. Jetzt da
sind sie also, unsere Jungs. Das ist unsere neue Kandidatin, Silja. Hallo. Habe ich super ausgesucht. Hey, super, da gibt es so viel zu machen bei dir. Du bist such a plain Jane, da können wir super etwas machen. Du. Viel Potenzial, Michi. Wichtig ist einfach, sie will keine kurzen Haare. Ja, das weiss ich noch nicht, dass wir sprechen können. Und du möchtest ein bisschen damenhaft aussehen, gell? Ja, gerne, ja. Hey, und bitte keine Jeans mehr. He? Dann darf ich sie euch vertrauensvoll übergeben. Yeah. Unbedingt, und das wäre sofort. Sie sind ganz lieb, musst keine Angst haben. Wunderbar, danke. Dann machen wir auch. Tschüssi. Unsere drei Jungs haben immer wahnsinnig kreative Ideen. Darum bin ich sehr gespannt, was jetzt aus der Silja rauskommt. Ich hoffe, sie schneidet ihre Tal nicht ab. Ich glaube, dann hat es ein kleines Problem mit ihr. Also, Silja, bist du bereit? Ja. Fantastischer Boys, hilft uns. Definitely. Dann gehen wir, komm. Also ich bin hier reingekommen, in den Laden rein, und ich war gerade total überfordert. Und ich war so froh, dass mich die drei an die Hand genommen und mich zu diesen zwei voll coolen Outfits geführt. Und wie diese Outfits aussehen, zeigen wir nach einem Abstecher nach Italien. Bei Faces TV schauen wir regelmässig hinter Kulissen. Das machen wir auch heute und begleiten den Schauspieler Alessandro Gassmann nach Mailand an sein grosses Fotoshooting für den Duft Attimo Pur Homme. Da kommen die exklusiven Making-of-Bilder. Mailand im Morgengrauen. Der italienische Schauspieler Alessandro Gassmann erscheint am Set für den neuen Herrenduft von Ferragamo. Salvatore Ferragamo ist eine italienische Stilikone. Doch was hat ihn dahin gebracht? Schauspieler und Model Alessandro Gassmann hat eine Theorie. Ich glaube, der außerordentliche Erfolg des Hauses Salvatore Ferragamo kommt aus der Geschichte dieser Familie. Ein self-made man, der aus dem Nichts das aufgebaut hat, was wir heute genießen. Sein Erfolg gründet auf der Qualität seiner Produkte. Salvatore Ferragamo ist deshalb mit Sicherheit einer der größten Namen der italienischen Fashion- und Lifestyle-Szene. Attimo. Der neue Duft aus dem Hause Ferragamo zelebriert die intensivsten und schönsten Momente im Leben. Auch Schauspieler Gassmann hat seine ganz eigenen intensivsten Momente. Wie für die meisten Menschen sind meine persönlichen Momente die wertvollsten. Persönliche Highlights für mich sind die Geburt meines Sohnes Leo und der Tag, an dem ich meine Frau Sabrina kennengelernt habe. Natürlich gibt es auch spezielle Momente im Berufsleben, so beispielsweise diese große Kampagne für Ferragamo. Gassmann ist mit diesem Fotoshoot auch gleich Botschafter für Attimo Pur Homme. Seine Vielseitigkeit und die Fähigkeit, in Rollen zu schlüpfen, helfen ihm, seine Rolle für die Kampagne zu finden. Ich hoffe, dass ich verschiedene Männertypen repräsentiere. Es ist ein sehr maskuliner Duft. Er hat einen starken Charakter, das mag ich sehr. Ich denke, ich repräsentiere in dieser Kampagne einen Mann, der weiß, was er will. Sende jetzt eine SMS mit dem Keyword FACES5 an die Zielnummer 919 und gewinne ein Attimo Pur Homme Set mit Eau de Toilette, Shampoo, Shower Gel und Deo Stick. Das erste Outfit haben wir jetzt gefunden und da ist sie. Sehr schick, hä? Dieser Oberteil, der so locker ist und etwas voluminös vielleicht im Vergleich mit der schmalen engen Hose, macht ihr sehr attraktiv, mir wäre sehr feminin, es bringt etwas Farbe in das ganze Geschichte und das Ganze wirkt trifelsexy vielleicht. Also was ich sehr überrascht bin, ich habe mir nie selber blaue Hosen angelegt, aber ich finde es wirklich mega cool, es sieht total lässig aus. Das ist ein super Daily Outfit, das ich jeden Tag anlegen kann mit dem Johnny zusammen. Sie will wie das Dame des Hauses aussehen und in diesem Outfit hat sie dieses Ziel definitiv erreicht. Also das Outfit bin ich natürlich absoluter Hammer, da bin ich jetzt doch also wirklich eine richtige Hausdame. Ich bin absolut überwältigt auch mit dem Händchen im Zusammenhang mit dem Schmuck und dem Jäckli schön hinten gebunden. Es sieht also wahnsinnig schick aus. Gefällt mir richtig. Der Vorhang ist aufgegangen, sie läuft raus und ihre Haltung super top straight. Fast schon die perfekte Hausdame. Ein bisschen Desperate Housewives-Style. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Hair und Make-up und dann ist sie komplett. Vorher stehen aber noch Fitness und Wellness auf der vollgepackten Umstyling-Agenda. Hi. 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 Hallo. Hallo, Silja.
Silja. Silja. Simone, hi. Ich habe gehört, flacher Bauch, so nach der Schwangerschaft. Ja, okay. Dann so ein bisschen Haltung verbessern, dass der Rundrücken herrscht. Um Kleider schön zu tragen, muss man eine gute Haltung haben. Und wenn Sie Ihre Haltung wirklich also korrigiert, sozusagen, Brust raus oder schöne Schultern runter, gerade Rücken, wird sie in dieser Kleider, was wir ausgewählt haben, noch besser wirken. So kommt automatisch, dass du stolzer bist, Brust ein bisschen nach oben rutscht, so wie ein Push-Up quasi. Dann machen wir zusammen was. Ja, gerne. Fangen wir an. Viel Spaß. Danke. Enjoy. Danke. Ciao. Ciao. Und währenddem Cecilia so richtig sportlich betätigt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Also unbedingt dranbleiben. Sende jetzt eine SMS mit dem Keyword FACES2 an die Zielnummer 919 und gewinne einen Gutschein für ein halbes Jahr Mitgliedschaft im Homes Place Health Club und Spa Zürich im Wert von über 1'500 Franken. Ja, eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich erwartet habe, dass die drei Jungs mit mir ein bisschen mittrainieren, weil ich finde also schon, dass dem einen oder anderen so ein bisschen trainieren schon ein bisschen gut tut. Das ist aber frech. Vielleicht hat sie recht. Aber es geht um ihr und nicht um mir. Und wie Trainerin Simone verpasst Silja das Vollprogramm? Trainingstipps, was ich ihr mitgeben mag, um ihr Körperzentrum zu verbessern, Bauchmuskulatur, auch wieder die Haltung, der, dass sie Pilates vielleicht macht oder Body Art. Silja ist zufrieden. Mit guten Tipps im Gepäck und einigen Schweißperlen auf der Stirn. Sie hat mich richtig gefordert, ich bin richtig mal wieder zum Schwitzen gekommen und jetzt freue ich mich auf eine schöne kalte Dusche. Und gleich nach der Dusche geht's weiter mit Wellness. Kannst du gerne schon mal hier reinkommen und dich hinsetzen und dann kommt die Therapeutin gleich und macht eine wunderbare Behandlung. Okay, ist gut. Viel Spaß. Danke für später. Bis später. Okay. So, hey, anstrengendes Fitnessprogramm gehabt? Ja, so, ja. Ja, jetzt so zum Abschluss des Tages, wie du siehst, wirst du hier noch ganz ein schönes Wellness-Erlebnis haben. Ja. Ich hoffe, du wirst es geniessen, du dich entspannen und wir sehen uns den Mond wieder. Ja, dann machen wir. Danke vielmals. Danke schön. Nächste Woche kommt Siljas Umstyling in die heiße Phase. Mögliche Knackpunkte? Erstens die Länge. Das war alles dein Dekor. Also nur die Partie, die wir jetzt gerade geschnitten haben. Punkt 2. Die Farbe. Und drittens, verletzte Gefühle. Du bist ja kein Tussi. Ich bin doch ein Tussi. Nein, du bist doch kein. Ja, jetzt ein bisschen Rache muss ich trotzdem noch ausüben. Faces TV wird Ihnen präsentiert von Alfa Romeo Giulietta. Ohne Herz wären wir nur Maschinen.